Er ist inzwischen ein Sportklassiker in der Südsteiermark, der Römerlauf in Grottenhof im Bezirk Leibnitz. Am vergangenen Wochenende ist er wieder ausgetragen worden. Mehr als 2000 Sportbegeisterte waren dabei. Start und Ziel beim Römerlauf ist das Naturparkzentrum Grottenhof in Kaindorf an der Sulm. Kult nicht nur beim Römerlauf ist der Pharaonenstreitwagen mit Kleopatra an Bord. Im Gegensatz zu anderen Läufen wird der Klassiker am Nachmittag gestartet. Die Hauptbewerbe werden dann in der Dämmerung absolviert. Einen spannenden Dreikampf um den Sieg gibt es im Volkslauf der Herren. Der 18-jährige David A. Fortunati gewinnt nach 22 Minuten und 40 Sekunden. 9 Sekunden dahinter läuft Christian Geck auf die 2. Die Damenwertung holt sich Carina Posch, die knapp unter 26 Minuten bleibt. Am Viertel- und Halbmarathon nehmen insgesamt 1100 Läuferinnen und Läufer teil. Nach 34 Minuten und 52 Sekunden gewinnt der Grazer Christian Haas. Knapp unter 40 Minuten bleibt die Damensiegerin Maria Hochhecker. Im Halbmarathon ist der St. Georgener Vinzenz Kumpusch nicht zu schlagen. Der mehrfache steirische Marathonmeister gewinnt mit einer Zeit von einer Stunde und knapp 15 Minuten zum ersten Mal den Römerlauf über die Halbmarathondistanz. Der Lauf ist einfach einzigartig. Die Nachtstimmung, die Fackeln, auch die ganzen Betreuer entlang der Strecken sind wirklich voll motiviert. Jeder feuert einen an, also es ist wirklich ein ganz toller Lauf hier. Schnellste Frau ist Jana Beck aus Deutschland. Ihre Zeit 1 Stunde 28 Minuten und 52 Sekunden. Es war ein sehr, sehr schöner Lauf. Also sicherlich einer der schönsten Läufe, die ich hier gemacht habe. Mit den ganzen Lichtern, das war echt toll. Beste Österreicherin über die 20,86 Kilometer wird Conny Pfleger. Und auch der kultige Streitwagen mit Kleopatra kommt schließlich unversehrt ins Ziel. Ja, und das war die Kurzgeschichte. Eine ausführliche Zusammenfassung vom Römerlauf gibt's jetzt in ORF Sport Plus und ich wünsche noch einen angenehmen Abend.